Guten Morgen, ihr Lieben. Wieder mal aus dem Auto, wie so oft in letzter Zeit. Aber hier habe ich halt immer ganz viel Zeit zum Quatschen mit euch. Und ja, es geht jetzt auf jeden Fall nach Bremen. Ich muss nämlich, oder eigentlich muss ich nicht, aber ich möchte gerne hier vorne an den Augenbrauen nochmal, warum schreie ich eigentlich so? Vorne an den Augenbrauen nochmal etwas nachstechen lassen. Also wenn ich jetzt so näher rankomme, ich weiß nicht, ob ihr das seht, also diese Seite finde ich perfekt, so wie sie ist. Aber hier habe ich das Gefühl, ist die Form ein bisschen anders und es könnte auch ruhig noch ein bisschen intensiver. Dadurch, dass meine Haare sehr, sehr dunkel sind, ist das jetzt halt so ein bisschen, sieht das ein bisschen blass aus. Und hier habe ich halt vorne ein bisschen mehr Haare, deswegen fällt das jetzt nicht so auf. Ja, aber ich möchte halt ein 100%iges Ergebnis haben. Und die bei Fineline sind total kulant und hatten mir beim letzten Besuch aber schon gesagt, es könnte sein, dass du wegen vorne nochmal kommen musst. Und so war es dann halt auch. Also ich war quasi schon darauf vorbereitet. Und ja, die machen mir das mal eben. Und ja, ich muss auch nicht dafür bezahlen. Das machen die aus Kulanz. Und deswegen fahre ich da jetzt hin. Gestern habe ich angerufen, mein Mac sollte ja gestern schon fertig sein. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Sollte ja eigentlich heute fertig sein. Das war irgendwie so 17 Uhr, habe ich angerufen. Und dann hat er gesagt, dass er beim Einbauen der Tastatur leider irgendein Kabel durchgelötet hat oder so. Oder kaputt gemacht hat. Und er musste halt eine komplett neue Tastatur bestellen. Und deswegen verzögert sich das Ganze nochmal auf morgen oder übermorgen. Also gestern hat er gesagt, morgen oder übermorgen. Also quasi heute oder morgen. Dafür muss ich auch nach Bremen fahren. Es wäre natürlich viel zu schön gewesen, wenn ich jetzt hätte beides zusammen machen können. Weil wenn ich schon mal in Bremen bin, ich fahre ja auch immer 20 Kilometer. Ja, entweder er ruft an, während ich irgendwie in Bremen bin, was ich aber eher nicht glaube. Oder er ruft an, wenn ich zu Hause bin und sagt, du kannst ihn jetzt abholen. Aber dann mache ich das nicht mehr heute, sondern dann mache ich das morgen. Und ja, in letzter Zeit war ich halt sehr, sehr viel mit Papierkram beschäftigt. Wir schauen uns um nach einem Haus. Wir hatten ja den Plan, 2017 zu bauen. Der Plan ist auch noch nicht verworfen, aber wir haben jetzt überlegt, es wird wirklich doch schon eng in der Wohnung, in einer Dreizimmerwohnung mit drei Kindern, na klar. Und falls es irgendwie die Chance auf ein schönes, schon fertiges Haus ergibt zum Kaufen, dann würden wir auf jeden Fall gerne zuschlagen. Und deswegen sind wir da am Schauen, aber es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Wir haben uns ein Miethaus angeguckt letztes Mal. Das hat leider nicht geklappt. Es ist auch sehr, sehr schwer mit drei Kindern, muss ich sagen. Und deswegen ist wahrscheinlich ein Kauf unumgänglich. Und ich muss immer auf die Ampel schauen. Ja. Und ich muss, also wir müssen wahrscheinlich kaufen. Das bleibt uns eigentlich quasi nichts anderes übrig. Und seitdem ist einmal so kalt geworden. Das ist dieser Knopf an der Heizung kaputt. Shit. Ja, Kian ist immer noch krank leider. Ihm geht so lala. Er ist halt nachts ganz oft wach und quengelig. Abends lege ich ihn hin. Nach ein, zwei Stunden wacht er wieder auf. Und dann sitzen wir zusammen im Wohnzimmer und gucken Fernsehen. Und dann geht er halt mit mir erst wieder ins Bett. Und trotzdem schläft er die Nacht nicht durch, obwohl er dann zu spät ins Bett kommt. Er bekommt auch Nasentropfen, damit seine Nase frei ist, weil alles andere bringt nichts. Ich habe dieses Engelwurzelbalsam schon gehabt, das hat leider nichts gebracht. Das hat mir jetzt ein paar als Tipp geschrieben. Und die Heizung, ey, irgendwie stimmt mir nicht. Und ja, deswegen muss ich ihm Tropfen geben und Nurofensaft habe ich ihm jetzt letzte Nacht gegeben. Ja. Tagsüber sehr, sehr quengelig, sehr, sehr anhänglich. Er hat gerade auch geweint, dass ich gefahren bin, aber ja, ich hätte den Termin jetzt leider nicht absagen können. Und meine Eltern, die legen ihn gleich hin zum Mittagsschlaf und dann ist auch gut. Dann schläft er aber auch bestimmt, bis ich wieder da bin. Also wird er gar nicht merken, dass ich weg bin. Ja, was ist noch? Ja, die anderen beiden im Kindergarten und so. Serki auf der Arbeit. Bei ihm ändern sich wahrscheinlich bald die Arbeitszeiten. Da freue ich mich sehr drüber. Er ist ja im Moment alle zwei Wochenenden zu Hause und es wird wahrscheinlich so sein, dass er dann ein Wochenende öfter zu Hause ist. Ist jetzt nicht so eine große Umstellung. Er ist dann trotzdem nur am Wochenende zu Hause und einmal im Monat ist er auch ein Wochenende nicht da.
Und 3 Wochenenden ist er dann halt zu Hause. Oder je nachdem, wie viele Wochenenden der Monat halt hat. Jetzt ist hier ein Traktor, den muss ich mal eben überholen. Und ja, das ändert sich dann halt jetzt hoffentlich bald. Und sonst gibt es nichts zu erzählen. Ich war auch so ein bisschen vlogfaul die letzten Tage. Gestern habe ich nicht gevloggt, aber das tut mir auch mal ganz gut. Vor allem, wenn die Kinder krank sind oder ein Kind in diesem Fall krank ist und ich halt so viel mit Papier, Steuer und all so einem Kram zu tun hätte. Ja, hat mir das eigentlich ganz gut getan. Und ja, heute geht es dann halt wieder los. Genau. Und worüber ich mich so heftig gefreut habe. Gestern haben mich sage und schreibe 5 Nachrichten erreicht, dass sie aufgrund des Teerezepts schwanger geworden sind. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das Video schnell schwanger werden auf jeden Fall an und zeigt es auch euren Freunden, Verwandten, Bekannten, wenn die auch einen Kinderwunsch haben und es klappt nicht. Es ist keine Schwangerwertgarantie, das möchte ich hiermit sagen. Aber seit das Video online sind, haben mich zig Nachrichten erreicht, dass es seit Monaten nicht klappt und im ersten Teezyklus sind diese Personen schwanger geworden, diese Frauen schwanger geworden und ich nenne es offiziell kein Zufall mehr. Hallo, das kann vielleicht bei ein paar Zufall sein, aber nicht bei allen, die jetzt mir geschrieben haben. Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen, dass eine Freundin von der, die mir geschrieben hat, die versucht seit 2015 schwanger zu werden. Und sie hat ihr das Video gezeigt und sie ist direkt schwanger geworden. Hallo? Dann habe ich auf Insta direkt Nachrichten bekommen. Da hat mir eine geschrieben, dass sie 6 Monate probiert hat und im 7. Übungszyklus dann dank dem Tee schwanger geworden ist. Und auf Snapchat hatte mir eine süße Dame geschrieben, dass sie halt auch aufgrund des Tees schwanger geworden ist. Und auf allen anderen Plattformen halt auch, also auf Insta und so, dann nochmal in die Kommentare, dass es halt daran gelegen hat. Und ich glaube ganz, ganz, ganz fest an diesen Tee, wenn man nichts Gravierendes hat natürlich, ne? Also das ist ja halt vielleicht nur mal so eine Unterstützung, so ein Schubs einfach vielleicht nur. Ich möchte nicht sagen, dass ihr braucht nicht zum Arzt gehen, sondern trinkt einfach den Tee und jeder auf dieser Welt wird schwanger. Nein, so meine ich das überhaupt nicht. Aber ich bin der Meinung, ein Versuch ist es wert. Und ich bin so froh über diese Nachrichten. Ich habe heute Morgen sogar schon die ein oder andere Träne vergossen, weil ich so glücklich bin, dass manche deswegen schwanger geworden sind. Oh mein Gott, hallo, die haben einen Kinderwunsch und es klappt nicht. Und dann klappt es einfach, weil ich denen diesen Tipp gegeben habe. Und für was Besseres hätte ich meine Reichweite überhaupt gar nicht nutzen können. Also der Tee ist nicht meine Erfindung. Ich habe selber damals recherchiert und probiert und alles Mögliche. Und erst dann habe ich den Tipp weitergegeben, weil ich gemerkt habe, hey, bei mir hat es funktioniert. Warum soll ich den Tipp nicht einfach weitergeben an andere, die vielleicht auch den Wunsch haben? Und das freut mich halt total. Und ich werde dann immer so richtig emotional. Ja, das Thema Babys und Schwangerwerden und so macht mich immer sehr, sehr emotional. Und ich freue mich halt. Ich freue mich wirklich richtig, richtig, richtig. So als wenn meine eigene Verwandtschaft schwanger geworden ist. So als wenn ich schwanger geworden bin. Also so sehr freue ich mich für diese Person. Und ja, es gibt wirklich nichts Schöneres. Und ich wünsche wirklich jedem auf dieser Welt, der es auch möchte, dass derjenige schwanger wird auf jeden Fall. Und ein gesundes Kind natürlich zur Welt bringt. Das ist das Wichtigste. Ja, ich fahre dann jetzt mal weiter. Und wir sehen uns dann einfach mal später wieder. Nein, der Tank leuchtet. Ich hasse es. Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Ich hasse es, auf dem Hinweg irgendwo zu tanken. Oh, jetzt hat es wieder aufgehört. So ihr Lieben, mittlerweile sind wir auch schon wieder zu Hause. Mein Akku blinkt schon wieder. Ich muss den Akku wechseln. Ich bin gerade dabei, die Küche ein bisschen aufzuräumen und danach koche ich ein bisschen. Die Kinder sind hier alle. Ich habe auch lecker Kuchen gekauft. Das heißt, es gibt gleich Kuchen. Und meine Augenbrauen, ey. Uhu. Heftig. Moment. So vielleicht besser? Ja. Sie wurden jetzt nochmal komplett nachgestochen, weil eine etwas dunklere Farbe verwendet wurde. Und damit das dann gleichmäßig aussieht. Und ja, die nächsten Tage laufe ich jetzt erstmal so rum, aber das kennt ihr ja schon. Und ja, jetzt muss ich den Akku eben tauschen.
Oh, ich habe uns Butterkuchen vom Bäcker geholt und das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit, mein Schatz, ja? Teig gleich drei. Ess erstmal das eine auf. Kian auch Kuchen. Und Kian hat so viel. Das sieht nur so viel aus, weil ich ihm das klein geschnitten habe. Du hast so viel? Nein. So, ihr Lieben, mich hat wieder ein Paket einer Zuschauerin erreicht. Und zwar die liebe, ich guck mal eben, Daniela. Dankeschön, Daniela, für dein Paket. Ich habe jetzt noch gar nicht richtig reingeschaut, aber ich sehe hier schon Schals und so Taschen, Federmappen, Sachen zum Ausmalen. Ach hier, das ist ja auch ganz cool, vielleicht für die Älteren was. Was haben wir da? Da haben wir noch Puzzle und hier so Bücher. Huch. Hier haben wir eine DVD. Und da ist nochmal Puzzle. Und jetzt hole ich mal das ganze Gemüse raus, um einen Eintopf zu machen. Ich habe ja letztes Mal auch schon so einen Eintopf gemacht und den mache ich mal wieder, weil bei dem Wetter kommt das so gut mit der selbstgemachten Gemüsebrühe. Das muss ich auch immer wieder erwähnen, ne? Selbstgemachte Gemüsebrühe. Hm? Also, ich habe jetzt hier den Topf mit Öl erhitzt und... Moment. Ja, habe jetzt hier mein klein geschnibbeltes Gemüse. Ich habe jetzt Kartoffel, Kürbis, Karotte, Sellerie und Porree. Das kommt jetzt hier rein und dann wird das einmal schön angebraten. So, dann kommen noch grüne Linsen rein. Ja. Viel. So, die Suppe lasse ich jetzt gute 20 Minuten köcheln und dann habe ich mir hier noch so ein bisschen Zucchini geschnitten. Das kommt dann ganz zum Schluss rein, weil Zucchini braucht ja nicht so lange. Und ja, das war schon voll einfach und voll lecker. Ja. So, jetzt kommen noch die Zucchini rein. Milan, Vorsicht! Ist das noch nicht fertig? Noch 5 Minuten, ja? Weil die Zucchini muss jetzt auch noch ein bisschen... Warte. Mit einer Hand ist echt schwierig. So, das kommt jetzt noch mit da rein. Jetzt lassen wir das nochmal 5 Minuten köcheln und dann sind wir fertig. Ja. Ist hier, lässt du bitte den Knoblauch? Oh, schön aus. Ja, riecht gut, ne? Macht er mich gesund. Das macht dich gesund, bestimmt. So, jetzt 5 Minuten warten. Okay. Vorsicht, Vorsicht, du, hallo, nicht da drauf. Du verbrennst dich sonst noch. Geh mal runter, bitte. Ich möchte aber die Suppe sehen. Du kannst sie sehen, wenn die fertig ist. Los, runter. Nein. Oh, Vorsicht, Milan, der Topf. Ja. Weg hier. Okay. Wir haben auch frisches Brot vom Bauern gekauft. Vom Bauern? Vom Bäcker gekauft. Das hier ist so ein spezielles Brot. Ich wollte den Kuchen essen. Davon geht nämlich die Hälfte des Erlöses an eine Stiftung hier bei uns im Ort. Hast du Suppe gemacht? Mhm. Lecker. Bisschen heiß. Ja, so ein bisschen heiß. Aufpassen, ne? Das, was ist das? Suppe. Aber heiß. Das ist super. Das ist Suppe. Mhm. Warte mal, hier haben wir nicht ein... Hier. Hier läuft es und da ist eine Mama. Kannst du dein Pascha eben, wollen wir den hier hin tun? Den Pascha? Ist da. Ja? Wie lang? Was?
Suppe. Linsen, die waren letztes Mal auch drin. Das war doch lecker letztes Mal. Ich hab auch Mandel. Brot dazu? Nicht? Guck, ich hab Würfel. Setz du dich bitte hin, Jessica? Mama. Ja. Ich möchte wieder das gucken, was wir heute gegessen haben. So, die Suppe ist jetzt fertig, beziehungsweise der Eintopf. Und wir essen dann jetzt mal. Milan, nicht spielen, bitte. Aber ich wollte den Kuchen essen, was wir heute gegessen. Aber ja, ein Stückchen, zwei Stückchen hast du gegessen, das reicht. Und ich habe auch zwei. Mhm. Ich habe drei. Mhm. Das waren zwei Stücke. Ich habe zwei. Das Brot schmeckt lecker. Möchtest du Feuer sein? Nee, das geht anders, glaube ich, Milan. Erstmal müssen wir alle Stiele hier abmachen. Achso, du kannst nur ein bisschen. Mach mal eben weiter, ich guck mal eben. Du bist es, Sila. Reinstecken. Das ist voll spannend, ne? Schon wieder bei mir. Ja. Das geht dann. Ich nehme. Kennst du das Spiel schon? Ich nehme den. Kennst du das? Ja, man muss alles nehmen. Guck, die gehen ab. Ich kenne das noch nicht. Kannst du mir das erklären? Du gewinnst die ganze Zeit. Ja, weil Chile macht das auf und ich weiß es. Ich bin dran. Ich brauche nur noch drei. Chile, du bist dran. Was ist das? Blatt. Ein Blatt, aber du musst die Birne finden, Schatz. Birne. Birne finden. Nicht Birne, Birne. Birne? Mhm. So, wir spielen jetzt das nächste Spiel. Also wir haben jetzt hier gerade das Piratenspiel gespielt und dann hier kunterbuntes Früchte sammeln. Und jetzt spielen wir das hier. Packesel. Ja, voll der Spielemarathon heute, wa? Hallo, ich heiße Piraten. Hallo. Tschüss. Soll ich dir helfen? Achso, hast schon. Hallo, tschüss. Das Spiel ist auch richtig cool. Das auch. Hallo, ich heiße Piraten. Ich mach das auch. Ich hab nur die Anleitung. Danke. Super. Vorsichtig! Ist ich dran? Achso, ja, stimmt. Ist Silas dran. Wohin das? Wohin du möchtest. Egal. Okay, weil Milan so drauf besteht, spielen wir jetzt das dritte auch noch. Und zwar heißt das Leiterspiel. Willst du aufmachen? Das wird ja ein richtiger Spielemarathon hier. Milan, soll ich dir lieber helfen? Oh oh. Nein. Das probier. Guck mal, Esile hat eine neue Kindergartentasche. Willst du mal zeigen?
Ihre jetzige war nämlich zu klein für ihre Brotdose und die Erzieherin hatte mir gesagt, dass Esila Schwierigkeiten hatte, die Brotdose wieder in die Tasche reinzutun. Und ja, Esila macht ja halt immer alles gerne alleine. Und deshalb habe ich ihr eine neue Tasche bestellt. Die habe ich jetzt bei Amazon gefunden und ich finde die voll putzig. Zeig mal von vorne. Voll süß. Die gibt es in verschiedenen Motiven. Also das war jetzt Hase, dann gab es noch andere Motive. Ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber voll süß. Habe ich bei Amazon bestellt für 20 Euro. Und kam direkt am nächsten Tag. Also ich habe es bestellt und am nächsten Tag kam die Tasche schon. Müsli nicht Banane. Hast du dein Müsli nicht gegessen? Das auch nicht. Warum nicht? Ich will nicht essen. Magst du nicht? Nein. Hm, dann wasche ich das mal. Ey, ich möchte zumachen. Und wieder einpacken. Okay. Das so machen. Aufmachen. Aber hier ist ein Teller drin, den kannst du auch rausnehmen. So, jetzt. Das auch. Okay, das ist Kians Teller. Hm? Das ist Kians Teller. Und das ist Kians Löffel. Mhm. Oh, so meine? Deiner ist da drin. Guck. Nein, ein Zimmer. Ja, guck, jetzt kannst du es viel besser reintun. Ja, ich hab dich scharf. Mhm. Toll. Ich hab dir wieder zugemacht. Super, hast du wieder zugemacht. Toll. Jetzt wieder wegnehmen. Da. Gute Erfahrung. Danke, das ist mein Telefon. Hallo. Was ist denn? Hallo? Oh. Nein, ohne die Hülle. Ich packe euch die Links der Spiele mal in die Infobox. Ich habe sie gekauft bei Amazon und die sind echt günstig. Ich glaube teilweise um die 3-4 Euro nur. Finde ich total klasse, weil die auch so klein und praktisch sind und so. Die kann man auch überall hin mitnehmen. Und nein, es ist keine Produktplatzierung. Ich habe es selber gekauft. Muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Ja, aber für 3-4 Euro habe ich gedacht, holst du dir ein paar. Auch für den Spielzeugkanal. Da werden die dann auch nochmal spielen. Das ist das Leiterspiel. Wie geht? Ich lese mir mal die Anleitung durch. Mal, wo kriegst du die? Dann ess mal hier eine Möhre, guck mal. Hm. Okay.
Kilian wollte seinen Eintopf nicht essen, deswegen gibt es für ihn jetzt Brot mit Gouda. Ja, aber er mag die Suppe eigentlich sehr, sehr gerne. Er hat nur aufgrund seiner Erkältung irgendwie keinen Bock da drauf. Und deswegen gibt es jetzt Brot. Der hier ist ein bisschen viel. Das ist ganz leckerer Tee. Ganz lecker. Hm, Ezila, möchtest du auch Tee? Ja. Hier, komm her. Achso, das ist ein anderer, nicht mit Limon. Da ist gar nichts drin. Ja, weil das ein Teebeutel war. Hallo. Hallo. Was macht ihr? Boah. So eine riesige Höhle habt ihr gebaut? Das ist aber ein bisschen klein. Klein? Das ist voll riesig. Eine Kapsel, eine Trink. Dann spielt mal weiter. Mama, das geht automatisch. Ja, spielt mal weiter. Viel Spaß. Machst du, kleiner Spatz? Oh. Du versuchst zu spielen, ja? Okay, ich glaube, ich werde jetzt hier mal den Tisch aufräumen. Hier sieht es ein bisschen Katastrophe aus. Ach ja, das wollte ich euch noch zeigen. Die Decke habe ich heute zugeschickt bekommen. Die lag bei mir vor der Tür, weil mein Nachbar sie angenommen hat. Habe sie gerade mal aufgemacht und muss sagen, fühlt sich gut an. Ist von der Firma Ziz, also Z-I-Z-Z-Z. Und die verwenden wohl 100% natürliche Stoffe und dadurch sind die Stoffe atmungsaktiv und regulieren auch die Körpertemperatur. Und die haben halt auch, ich habe mal gerade im Shop geguckt, die haben auch Schlafsäcke und Babydecken und so weiter. Also jetzt gerade für die kalte Jahreszeit einen Schlafsack zum Beispiel. Also einen Schlafsack haben wir ja, wir brauchen keinen Schlafsack. Aber über die Babydecke habe ich mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Und ja, die werden wir bestimmt im Kinderwagen oder sowas benutzen. Also die kann man sich entweder hier so einfach drüber legen, ins Bett legen, beim Mittagsschlaf oder so. Oder kann ich mir auch ganz gut im Kinderwagen vorstellen. Und die haben mir sogar einen Rabattcode mitgeschickt mit dem Code PHIL15, schreibe ich euch nochmal in die Infobox, könnt ihr 15% auf euren Einkauf sparen. Ja, finde ich super, wenn Firmen auch mal von sich aus Rabattcodes vergeben, da brauche ich nicht nachfragen dann. Ja, auf jeden Fall eine super coole Decke, sehr hochwertig, hat natürlich dann auch einen höheren Preis, ist klar. Aber ich finde sie sehr schön und vielen Dank fürs Zuschicken. Die werden wir auf jeden Fall bestimmt in Verwendung haben. Warum, warum? Weil wir Zwiebeln gegessen haben. Warum esst ihr denn Zwiebeln? Mach mal So Leute, nicht erschrecken. Ich habe mich abgeschminkt. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich werde mir jetzt die Fingernägel lackieren und viele hatten halt gefragt, welchen Nagellack ich letztens drauf hatte. Und zwar ist das der von Essence, die Farbe 48 My Love Diary. Den habe ich jetzt aktuell drauf. Mache ich jetzt aber ab und ersetze ihn durch einen Trended Up Nagellack. Den habe ich letztes Mal zugeschickt bekommen aus der Secret Desire LE und der hat halt so ein bisschen Schimmerglitzer. Und ja, verabschiede mich jetzt auch schon von euch und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!